So, und ich heiße euch wieder herzlich willkommen zurück zu Fahrenheit. Wir sind beim letzten Mal hier versagt. Wir versuchen es jetzt nochmal. Rüber, schnell. Ich schaue gerade nicht hin. Wir haben es geschafft. Yeah, wir sind hier rüber. Und hier drüben ist nichts. Scheiße, wo muss ich denn hin? Das ist schlecht. Ach, ich kann da raufklettern. Okay. Ah ja, okay, dann gibt das alles Sinn. Das war knapp. Das haben die hoffentlich nicht gehört. Okay, das war nicht meine Kurzsage. Und wir verlieren dadurch noch Laune. Oh Gott, wir sind eh schon depressiv. Schlecht ist das schon. Ich konzentriere mich gerade. Das ist voll blöd, weil einmal falsch. Und er fliegt wieder komplett runter. Aber zwei Versuche ungefähr zeitlich gesehen. Man muss die Bewegung auch wirklich hier sehr sauber ausführen, sonst gilt sie nicht. Oh Gott, das endet hier noch gar nicht. Haha, und wir haben ja auch hier ein Zeitlimit. Irgendwas wird gleich passieren. Komm, rauf jetzt. Ah, ich wusste es. Okay, sehr gut. Schneller, weiter. Oh Gott. Willst du schon mal aufhören, dass da immer die gleiche Musik dann ist? Mir ist es jetzt gerade so aufgefallen, also ist es nicht immer so schlecht gemacht. Okay, und wir konzentrieren. Das Blaue sieht man sehr schlecht. Sehr gut. Ja, zeitlich wird vielleicht ziemlich knapp. Ich weiß gar nicht, wie weit müssen wir noch. Beeil dich, beeil dich! Schau mal hin, ey. Wo muss ich hin? Sehr gut. Die Zeit ist fast vorbei. Oh, auf den Polizisten, auf den Polizisten! Damit endet meine Geschichte. Ich werde nie erfahren, was an jenem kalten Januarabend im Restaurant im East End wirklich geschehen ist. Denn in den Augen meiner Umwelt habe ich nur das bekommen, was ich verdient habe. Okay, du bist gestorben. Kannst es aber trotzdem uns noch erzählen. Das finde ich sehr cool. Ja, dann probieren wir es halt nochmal. Yay. Okay, wieder warten, bis sie weggucken. Moment. Sehr gut. So, nochmal raufklettern. Es war aber auch knapp zeitlich. Wir haben einmal bei der Ecke leider nicht richtig passend gedrückt und dann mir dadurch schon es nicht geschafft. Also hier werden uns keine Fehler verziehen. Sehr nervig. Sehr ärgerlich auch vor allem. Aber gut, was soll's. Dieses Mal bin ich mir sicher, dass wir es hinkriegen werden. Und wenn nicht, bin ich enttäuscht. Okay, los, Bewegung. Los. Los. Ja, das sieht doch schon besser aus. So, auf die Plätze. Und auch hier kein Fehler. Ja, ich glaube, wir sind jetzt auf jeden Fall schon mal schneller. Ein paar Sekunden haben wir eingespart. Okay. So, schnell beweg dein Arsch. Einmal, glaube ich, müssen wir es nochmal machen. Ja. Wieder so knapp. Aber diesmal müssen wir es trotzdem schaffen. Ja, da ist das Ziel. Wir müssen auch noch runterklettern, oder? Okay, aber das ist... Ich
denke mal, wenn wir hier runterfallen, dann wird die Polizei uns entdecken. Weswegen das nicht zu empfehlen ist. Man möge vielleicht denken, es ist jetzt sehr leicht, aber man muss sich echt konzentrieren. Nochmal ein bisschen da lang. Oder darauf. Schauen wir mal. Darauf könnten wir. Darauf können wir nicht, also ist wohl der Zaun die Antwort. Einmal wird es verziehen. Aber ein zweites Mal kriegen wir es nicht hin. Wenn wir zweimal falsch machen, dann fliegt er runter, weil das Zeit einfach nicht mehr zu schaffen ist. Aber wenigstens hat er jetzt hier keine Laune verloren oder wurde gar erwischt. Was gibt denn jetzt? Sind wir zu blöd, um das jetzt zu machen? Wir haben es doch gerade so gut hingekriegt. Wir fühlen uns einfach schon zu sicher. Ist auch rauf. Links. Rechts. Links. Rechts, rüber. Oh. So. Und ich glaube sogar das Haus hier gleich, das grüne links von uns, ist da, wo wir überhaupt hin wollen. Sieht zumindest schon so aus. Na, doch nicht, schade. Dieses Fenster gehört zu Tiffanys Wohnung. Also doch. Wenn ich das nur öffnen könnte. Hoffentlich verpetzt uns Tiffany nicht. Es hat leicht nachgegeben. Ja, ist anstrengend. Würde sie mich. Hat sich schon ein wenig geöffnet. Hat sich schon ein wenig geöffnet. Ich merke davon gar nichts. Ah, fast hatte ich's. Wollt ihr mich verarschen? Da komme ich nicht mehr drauf. Da vergiss es doch. Nichts zu machen. Es klemmt. Wir müssen was anderes probieren, aber das kriege ich nicht hin. Sei ernst. Von dem Fenster kann ich nichts probieren. Ich höre das nicht zu ihrer Wohnung, hä? Ich scheint wohl so, als müsste ich das probieren. Hier gibt es auch nichts. Ja, toll. Ich muss das mit dem Fenster probieren. Aber das ist ja fast unmöglich. Ach, jetzt kann man das nicht mehr. Cool, kommen wir nicht mehr weiter. Sehr schön. Was muss ich jetzt machen? Wir müssen hier auf unser Hungertod warten, hä? Hier gibt's auch nichts. Zurückklettern kann ich auch nicht. Ich glaube, da war was. Ah. Ah, das kann ich nehmen, okay. Soll ich jetzt die Fenster etwa einschlagen? Okay, Schauen wir mal, was wir machen sollen. Aber wahrscheinlich Fensterscheibe einschlagen. Nicht schlecht. Okay. Und wir sind in Tiffanys Wohnung. Ich war nicht gerade stolz darüber, wie ein Dieb in Tiffanys Wohnung eingebrochen zu sein. Aber ich hatte keine Wahl. Ich hatte den ganzen Tag fast nichts gegessen. Ich war geschwächt und müde. Und schauen wir mal, ob Tiffany auch da ist. Cool. Oh, was ist jetzt los? Oh nein, nein!
Heißt das, ich soll mich verstecken? Oder halt einfach mal unser Bett gucken? Oder ich habe es jetzt nicht ganz verstanden. Oder mich schlafen legen? Hä? Ich verstehe jetzt echt nicht. Ich kann es gerade nicht deuten, was das sollte. Um ehrlich zu sein, das ist jetzt mir ein bisschen unangenehm. Das so sagen zu müssen, habe ich ganz gerade nicht. Wir essen jetzt erstmal was. Wir haben Riesenhunger. Und können gar nicht mehr richtig gehen. Gerade die Steuerung, die macht mich verrückt. Brot, essen, komm. Wie er sich umschaut. Das wertet uns natürlich ein bisschen auf. Jetzt geht es natürlich besser, wenn wir gegessen haben. Ich trinke auch nochmal Milch oder Saft oder was das sein soll. Ich trinke auch einen Schluck. In echt. Okay. Was haben wir hier? Können wir uns umziehen? Ziehen wir ein paar Kleider von Tiffany an. Das ist auch krass, dieser. Die ist hier auch erst vor kurzem eingezogen, wie es aussieht. Weil die Wohnung, wie wir es gut sehen können, noch nicht fertig ist. Was haben wir hier? Bad oder sowas? Weil duschen möchte man sicherlich auch. Oder nicht? Nee. Keine menschlichen Bedürfnisse. Alles klar. Schauen wir mal, was im Fernsehen ist. Ich habe das Gefühl, wenn wir jetzt den Fernseher einschalten, dann kommt nur... Was? Genau. Und um die Meinung eines Fachmanns zu hören, darf ich nun einen der angesehensten Spezialisten für Maya-Zivilisationen begrüßen, Professor Dimitri Kuriakin von der Mesoamerikanischen Universität hier in New York. Vielen Dank, dass Sie heute hier sind, Professor. Sie haben ein faszinierendes Buch über Maya-Rituale geschrieben und ich würde Sie nun gerne bitten, uns... Ein Spezialist für Maya-Zivilisationen. Der muss wissen, was Quetzaltenan bedeutet. Ich muss diesen Professor Kuriakin aufsuchen. Okay. Machen wir das doch. Dann hauen wir wieder ab. Oder auch nicht. Hallo? Sie kommt. Dann. Was machst du hier? Du hast mich vielleicht erschreckt. Die Polizei sucht mich. Ich muss mich irgendwo ein paar Stunden ausruhen. Lukas, was ist denn los? Es heißt, du hättest mehrere Leute getötet. Ist das wahr? Nein. Die ganze Sache ist sehr kompliziert. Aber du musst mir glauben, ich bin kein Mörder. Ich weiß, dass du so etwas nie tun würdest, Lukas. Du musst das erklären, ihnen sagen, dass du unschuldig bist. Ich muss erst rausfinden, was mir genau passiert ist, Tiffany. Nur dann kann ich meine Unschuld beweisen. Ist jetzt die Polizei? Lukas, die Polizei! Es ist alles aus. Nein, die werden dir sicher nur ein paar Fragen stellen wollen. Versuch ruhig zu bleiben, Tiffany. Und beantworte ihre Fragen. Ich verstecke mich hier. Die sind gleich wieder weg, glaub mir. Jetzt bin ich mir nicht sicher. Frau Harper! Frau Harper, sind Sie da? Wir sollen uns wahrscheinlich unter dem Bett verstecken. Eine Sekunde! Das war die Vision oder wurde unter dem Bett nachgeschaut? Ich glaube, er hat sich unter dem Bett verkrochen. Oh, da kann sie nicht unter dem Bett verkriechen. Doch. Alles klar. Da bleiben wir. Lukas, ich kann Sie nicht länger warten lassen. Ich muss jetzt aufmachen. Frau Harper? Ja? Inspektor Tyler Miles, New Yorker Polizei. Ich untersuche den Fall Lucas Kane. Wenn ich recht informiert bin, sind Sie seine Freundin, oder nicht? Seine Ex-Freundin. Wir sind getrennt. Seit ungefähr einem Monat.
Haben Sie in letzter Zeit etwas von ihm gehört? Versuchte er, Sie zu kontaktieren? Ich war bei ihm, und zwar vorgestern, um ein paar Sachen zu holen. Ich blieb nicht lang. Seitdem habe ich nichts von ihm gehört. Dürfte ich mich hier mal kurz umsehen? Tja, aber es ist... Dauert nicht lang. Okay. Gott, wie lange geht das denn noch? Sie renovieren wohl, hä? Ja, die Wohnung sah ziemlich schäbig aus. Deswegen streiche ich sie neu. Das wird aber noch dauern, denn mein Job lässt mir nicht viel Zeit um. Und was ist Ihr Beruf? Krankenschwester. Im St. Jones Krankenhaus. Hier, es wird spannend. Und es ist auch schneller. Wieso ist Ihr Fenster kaputt? Ach, das? Da bin ich gestern dran gestoßen, als ich die Möbel verrückte. Der Glaser wollte es zwar heute reparieren kommen, aber er hat mich wohl vergessen. Wie schnell! Nein. Keine Bewegung! War doch ein schönes Verstecke. Damit endet meine. Ist ja was doch er, der runtergeschaut hat. Ich hätte es wissen müssen. Na. Am kalten Januarabend im Restaurant im East End wirklich geschehen ist. Denn in den Augen meiner Umwelt habe ich nur das bekommen, was ich verdient habe. Ich finde schön, dass den Spruch immer leicht abändert. Und wir versuchen es neu.